Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst, Herr Ministerpräsident, stimme ich Ihnen zu. Die parlamentarische Demokratie funktioniert in diesem Land. Und all jene haben nicht recht, die behauptet haben, die Demokratie sei außer Kraft gesetzt oder irgendjemand versuche, die Demokratie außer Kraft zu setzen. Wir haben in der Tat in der ersten Phase dieser Corona-Pandemie vermisst, dass die Parlamente hinreichend eingebunden wurden. Aber das ist jetzt der Fall. Und es ist richtig, Sie haben die Möglichkeit, Vorschläge zu machen. Und die Fraktionen haben die Möglichkeit, mit Entschließungsanträgen dies zu unterstützen oder andere Vorschläge zu machen. Und die Mehrheit entscheidet. Und dann anschließend sind die Verordnungen zu machen. Das ist demokratisch legitim. Allerdings, Sie haben es angesprochen, muss es natürlich möglich sein, auch andere Positionen zu vertreten. Wir haben das gemacht, die FDP-Fraktion, auch die SPD-Fraktion. Wir haben lange Zeit eingefordert, dass es notwendig wird, einen Strategiewechsel zu vollziehen. Sie selbst sprachen ja davon, es sei jetzt nicht mehr die Zeit von, ich zitiere, Schwarz-Weiß, Öffnung oder Lockdown, sondern wir brauchen eine Strategie, die der Bevölkerung deutlich macht, was passiert unter welchen Umständen, was passiert unter welchen Voraussetzungen. Und diesen Paradigmenwechsel hat die Ministerpräsidentenkonferenz jetzt vollzogen. Sie haben einen Plan vorgelegt, immerhin. Mein Eindruck ist allerdings der, dass dieser Plan nicht aus Einsicht erfolgt ist, sondern aufgrund des wachsenden Drucks aus der Bevölkerung. Denn die Inzidenzen sinken ja nicht, sondern sie steigen wieder, wenn auch Gottlob nur moderat. Und es passt nicht zu Ihren Äußerungen noch vor wenigen Tagen, als Sie Öffnungen nur dann in Aussicht gestellt haben, wenn Inzidenzen sinken. Wir begrüßen ausdrücklich, dass niedergelassene Ärzte in das Impfgeschehen einbezogen werden sollen. Wir begrüßen den Einsatz von Schnelltests. Wir begrüßen, dass, und darauf können wir uns, glaube ich, verständigen, Sie gesagt haben, dass tendenziell mehr Öffnungen ins Auge gefasst werden können, je nachdem, wie die Durchimpfung der Bevölkerung voranschreitet. Allerdings, und das hat ja auch die Zwischenfrage aus meiner Fraktion ergeben, ist noch nicht so ganz klar, welche Kriterien Sie neben den Inzidenzen veranschlagen. Die Beschlüsse dieser Ministerpräsidentenkonferenz atmen immer noch den Geist dessen, was ich Inzidentitis genannt habe. Ich glaube, wir sind mittlerweile so weit bei einem fortschreitenden Gang der Impfungen, bei hoffentlich bald zur Verfügung stehenden Tests, bei der Möglichkeit, mit Abstand, Hygiene und Masken in der Öffentlichkeit zu wirken, nun tatsächlich das umzusetzen, was wir schon lange vorschlagen, nämlich eine Protektionsstrategie für die vulnerablen Gruppen, für die wirklich Gefährdeten und parallel dazu sukzessive die Öffnungen dieser Gesellschaft. Und dann, Herr Ministerpräsident, brauchen wir auch keine Notbremse. Was wir nicht nachvollziehen können, Herr Ministerpräsident, wir können es nachvollziehen aufgrund des Drucks der Öffentlichkeit. Aber was, sage ich jetzt mal, schwer nachvollziehbar ist, wenn man das Infektionsgeschehen betrachtet, ist die Tatsache, dass Sie jetzt bei den Öffnungen, beispielsweise bei den privaten Kontakten, ansetzen, gleichzeitig aber etwa beim Handel, von der Gastronomie ganz zu schweigen, außerordentlich vorsichtig sind.
Also zumindest das hätte man lernen können aus den Erfahrungen des gescheiterten Wellenbrecher-Lockdowns. Wenn man nämlich Bereiche, die erkennbar nicht die Hotspots des Infektionsgeschehens sind, wo Menschen unter Hygienebedingungen mit Abstand und Masken sich treffen können, wenn man ausgerechnet diese Bereiche schließt und die Menschen dann abdrängt in das Halbdunkel einer vom Staat nicht ausleuchtbaren Privatheit, dass man dann das Infektionsgeschehen nicht in den Griff bekommt, sondern das Infektionsgeschehen fördert. Und genau den Fehler machen Sie jetzt wieder. Ich sage es in aller Deutlichkeit, es ist Unsinn, auf der einen Seite bei privaten Kontakten zu lockern und auf der anderen Seite zu sagen, der Handel ist aber gefährlich, da sind wir vorsichtig, meine Damen und Herren. Das ist nicht nachvollziehbar. Und deshalb legen wir auch am heutigen Tag unseren eigenen Stufenplan in einem Entschließungsantrag vor, der sich an Inzidenzen, dynamisierten Inzidenzen und anderen Faktoren orientiert. Das ist etwas anderes als dieser Plan hier, Herr Ministerpräsident. Es ist auch bemerkenswert zu sehen, was da zusammengeschrieben wurde. Da sehen wir 5 Öffnungsschritte, zum Beispiel den 5. Öffnungsschritt, der datiert wird frühestens 5. April. Und dahinter steht dann weitere Schritte, Ministerpräsidentenkonferenz am 22.03. Also der 5. Öffnungsschritt ist frühestens am 5. April und die weiteren Schritte am 22.03. Also Herr Ministerpräsident, da müssen Sie sich nicht wundern, wenn die Akzeptanz in der Bevölkerung sinkt, wenn man solche Pläne vorlegt. Also wer sich das anschaut, der erinnert sich, Sie kennen vielleicht den Roman von Franz Kafka, der Prozess. Und der Protagonist Josef K. wird angeklagt, weiß aber nicht warum. Er sucht ein Gericht, findet es aber nicht und verwirrt sich in einem albtraumhaften Labyrinth einer surrealen Bürokratie. Genau das haben Sie hier vorgelegt, der 5. Schritt frühestens am 5.4. und die MPK aber dann anschließend, so sieht es dieser Plan vor, schon am 22.03. Kafka hätte seine Freude. In unserem Corona-Universum gibt es aber nicht nur Josef K., den Protagonisten von Franz Kafka, sondern auch Winfried K., den Ministerpräsidenten, der möglicherweise an eine andere, nicht einen Roman, aber Erzählung von Franz Kafka erinnert, nämlich die Verwandlung. Zunächst waren Sie ja mit dem Inzidenzwert 50 unterwegs und haben alles am Inzidenzwert 50 orientiert. Dann hat eine erstaunte Öffentlichkeit gelernt, dass 35 das neue 50 ist, und man sich am Inzidenzwert 35 orientiert. Ich nehme an, Sie erinnern sich. Sie haben erklärt, ja, es war ja auch fast schon so weit, die Inzidenz war knapp unter 40. Wenn wir unter 35 sind, gibt es die Öffnungen. Jetzt plötzlich ist 50 wieder maßgeblich. Noch am Dienstag haben Sie in der Regierungspressekonferenz erklärt, nächste Woche, was wird geöffnet? Baumärkte. Dann wurden Sie gefragt, was noch? Nix. Ihre Antwort war, erst mal nichts. Dann wurde nachgefragt, wie bitte? Nichts. Jetzt erfahren wir, zu den Baumärkten kommen Buchhandlungen, Fahrschulen, körpernahe Dienstleistungsbetriebe hinzu. Dagegen sind wir nichts. Nur stelle ich mir die Frage, warum Sie Dienstag erklären, nur Baumärkte, sonst nichts. Und dann am Mittwoch dieses Sammelsurium hinzukommt. Ich habe ja Verständnis dafür, Herr Ministerpräsident, wenn man sagt, ich warte Verhandlungen ab. Und wir wollen uns ja verständigen
im Kreise der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin. Und infolgedessen bin ich vorsichtig mit Festlegungen. Aber genau dann, Herr Ministerpräsident, hätten Sie solche Festlegungen in der Pressekonferenz vom Dienstag nicht tätigen dürfen. Denn genau das führt zu Verwirrung in der Bevölkerung, zu Frust und zu zurückgehender Akzeptanz dessen, was die Politik tut, meine Damen und Herren. Wir sehen eine Willkür der Öffnungen. Es werden einzelne Branchen herausgegriffen, andere nicht, obwohl wir doch die Möglichkeit haben, mittlerweile über FFP2-Masken und Schnelltests dafür zu sorgen, dass das Ganze immer sicherer wird. Im Übrigen haben wir festgestellt, dass erkennbar der Handel nicht das Zentrum der Infektionen, ein Hotspot der Ansteckung ist. Und deshalb, meine Damen und Herren, fordern wir, und das haben wir auch in unserem Entschließungsantrag festgeschrieben, dass zum kommenden Montag, zum 8.3. der Handel in Baden-Württemberg öffnen kann, und zwar flächendeckend, meine Damen und Herren. Denn was Sie jetzt machen, wird erkennbar schiefgehen. Sie delegieren die Verantwortlichkeit auf die Kreise, sagen den Kreisen, wenn ihr unter 50 seid, dann darf bei euch der Einzelhandel öffnen. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn die Inzidenzen steigen, dann muss gegebenenfalls der Handel wieder schließen. Ist doch absehbar, was passiert. Dieser Flickenteppich wird dazu führen, dass es zu Einkaufstourismus kommt. Und dann werden Sie ein höheres Infektionsgeschehen erzeugen, als wenn Sie den Handel flächendeckend öffnen. Und gleichzeitig werden die Kommunen überfordert von dem, was auf sie zukommt. Wir haben jetzt Freitag. Der Landtag tagt. Sie müssen dann anschließend noch die entsprechenden Verordnungen machen. Wir gehen davon aus, dass die Kommunen diese Verordnungen dann wieder Sonntagabend um 23.55 Uhr erreichen. Und jeder Kreis muss dann am Montagmorgen seine Regelung vorlegen, wie ist es bei uns und was gilt bei uns. Da erzeugt man doch, Herr Ministerpräsident, sehenden Auges Chaos. Also schade, dass Kafka nicht mehr lebt. Er hätte mit Sicherheit einen neuen Romanstoff mit dem, was Sie da beschlossen haben in dieser Landesregierung. Widersprüche, Schwieriges, soweit man blickt. Die Außengastronomie kriegt die Perspektive, möglicherweise am 22. März zu öffnen. Wer setzt sich am 22. März in die Außengastronomie, meine Damen und Herren? Also der Klimawandel mag ja voranschreiten, aber das ist vielleicht eine etwas optimistische Sichtweise dessen, was der Klimawandel für Baden-Württemberg bringt. Außerdem ist schwer nachzuvollziehen, dass in Ihrem Konzept es eine Gleichbehandlung der Außengastronomie unter freiem Himmel mit Kinos und Theatern gibt. Herr Ministerpräsident, es ist gut, wenn Kinos und Theater wieder öffnen können, aber dann muss auch die Gastronomie als Ganzes wieder öffnen können, und zwar gleichzeitig. Der Bereich der Schulen, ja, sinnvoll, möglichst rasch wieder Präsenzformen anzubieten und wahrscheinlich auch sinnvoll, den Schulen jetzt eine Woche Zeit zu lassen, um sich vorzubereiten. Aber hier wird beispielhaft deutlich, welche Versäumnisse wir in den letzten Monaten erlebt haben. Die digitale Vorbereitung der Schulen auf Zeiten wie diese wurde verschlafen. Die Kultusministerin hat die Sitzung verlassen. Ich kann nur hoffen, dass sie daran geht, diese Versäumnisse endlich anzugehen. Das wäre gut und hilfreich. Denn ich fürchte, dass Sie deshalb den 15. März gewählt haben,
als Termin für weitere Öffnungsschritte, weil die Landtagswahl dann vorbei ist und das voraussehbare Chaos dann nicht mehr an der Wahlurne sich niederschlägt. Nach einem Jahr der Pandemie stellt die MPK fest, dass die verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung auch in elektronischer Form erfolgen kann. Da kann ich nur sagen, guten Morgen. Also wer ein Jahr Pandemie braucht, um dies zu erkennen und dann schließlich Schritte zu ergreifen, der hat wirklich den Ernst der Lage nicht verstanden. Und dasselbe gilt für diese Taskforce-Teststrategie. Sie haben ja den Bund kritisiert, was die Teststrategie anlangt. In der Tat, es ist schon bemerkenswert, dass jetzt die Ministerpräsidentenkonferenz eine solche Taskforce einsetzt. Ich kann nur fragen, warum gibt es die nicht schon lange? Und was das Impfen anlangt, insbesondere unsere großen Impfleistungen in Baden-Württemberg. Herr Lucher, haben Sie schon gelesen, steht eine Ohrfeige für Sie drin im Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz. Ich zitiere, um möglichst bald vielen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot machen zu können, sollen die für die Zweitimpfung zurückgehaltenen Dosen noch weiter deutlich reduziert werden. Zitat Ende. Ja. Sie haben immer erklärt, das Hauptprinzip Ihrer Impfstrategie wäre das Zurücklegen. Das ist jetzt offensichtlich nicht der Fall. Aber es wird ja noch besser. Nicht die zweite große Säule ist das Recall-System. Also am Anfang sind die alten Leute in der Warteschleife gehockt, haben dann Kinder und Enkel bemüht, um Termine einzubuchen und dann kam Recall. Also wir haben uns auch große Hoffnungen auf Recall gemacht. Der Kollege Schweigert und ich haben das Angebot gemacht in unseren beiden Wahlkreisen, wenn ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die über 80 sind, Hilfe brauchen bei der Terminfindung, können sie sich an uns wenden. Wir tun, was wir können. Wir hatten auf unserer Liste im Februar, zu dem Zeitpunkt, als Sie Recall eingeführt haben, Herr Lucher, genau 372 Anmeldungen aus zwei Wahlkreisen. Und dann haben wir diese 372 bei Ihnen auf Recall eingebucht. Das war vor knapp 4 Wochen. Raten Sie mal, Herr Lucher, wie viele Termine wir gekriegt haben über Recall. Von 372. Genau einen. Mittlerweile haben wir jetzt von den 372 Leuten, die sich bei uns angemeldet haben, 295 versorgt. Also wenn wir jetzt beim Fußball wären, Herr Lucher, wären Sie im Rückstand mit 1 zu 294. Also das gibt es vielleicht beim Rugby oder beim American Football. Eine reife Leistung, Herr Minister Lucher, sieht wirklich anders aus. Also wenn so das Impfen in Baden-Württemberg funktioniert, dann gute Nacht. Was die Wirtschaft anlangt, auch enttäuschend, eine undifferenzierte Verpflichtung der Unternehmen zum Test. Na, da mogeln Sie sich dann um die Verantwortung und ums Finanzieren und sagen, die Wirtschaft, die sollen pauschal testen, einmal in die Woche oder so. Aber es wird nicht differenziert, inwieweit überhaupt die Gefahr von Kontakten besteht. Unsere Wirtschaft ist vielfältig ausdifferenziert. Da kann man doch nicht einfach sagen, wir scheren alle über einen Kamm. Alle müssen mindestens einmal in der Woche getestet werden und finanzieren dürfen Sie es bitte schön auch selber. Auch dieser Härtefallfonds ist nicht hinreichend konkretisiert. Da würden wir uns schon wünschen, dass eine Ministerpräsidentenkonferenz nicht einen Härtefallfonds in einen Beschluss reinschreibt und die Ausgestaltung bzw. die Details folgen dann nach einem Jahr Pandemie. Im Ergebnis, es gibt Lob dafür, dass es jetzt endlich einen Paradigmenwechsel gibt.
dass es endlich den Versuch gibt, der Bevölkerung eine Perspektive aufzuzeigen, einen Stufenplan, ein Wenn-Dann, eine Hoffnung am Ende des Tunnels, ein Licht. Aber die Umsetzung ist außerordentlich problematisch und fehlerhaft. Und ich sage Ihnen voraus, die Umsetzung dessen, was die Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen hat und insbesondere das, was diese Landesregierung noch obendrauf gesetzt hat, beispielsweise mit der Entscheidung, die Kreise sollen über die Öffnung des Einzelhandels entlang von vorübergehenden Inzidenzen entscheiden. Das wird dazu führen, dass die Akzeptanz der Bevölkerung noch weiter schwindet, dass der Verdruss der Menschen wächst, dass das Vertrauen der Leute in die Politik noch weiter erodiert, was ja der Grund gewesen ist für diesen Paradigmenwechsel. Und es wird dazu führen, dass die hausgemachte Erosion der Zustimmung zur Pandemiepolitik noch weiter voranschreitet. Das ist keine reife Leistung, was die Ministerpräsidentenkonferenz da beschlossen hat und die Umsetzung durch diese Landesregierung schon gar nicht.